Ja, das geht sehr gut. Was habe ich alles verpasst? Seit wann verpasst, Chess? Seit wann? Seit heute? Wir sind jetzt im zweiten Dungeon. So ein paar Dankeschön, Mario. Mario, Dankeschön, Dennis. Weil Chess darunter Mario geschrieben hat und da war das so. 13%, danke, Erka, an dieser Stelle. So, Oh, Loot, 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 Loot. Oh nein. Gegner und Loot. Ciao! Stirb. Der Fangstoß auch einfach so cool. Der Fangstoß auch einfach so, so cool. Ja, mein Schlüssel! Erstmal Inventar leeren. Oh. Ach, du spielst, wie war Skyrim, habe ich gerade gehört, ne? Quatsch, das ist mir. Und hallo, Crispy. Schönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Wir wagen uns an den zweiten Dungeon, vor dem ich etwas Respekt habe. Oh, müssen wir jetzt da schnell drüber hüpfen? Geronimo! Woo! Ah, easy. Okay, ich habe gerade mit Schlimmerem gerechnet. Auch wenn Link da gerade sehr knapp gelandet ist, aber hey, das war ja einfach mit dem Schlüssel. Okay, das war easy. Auf zum nächsten Raum. Aber der Raum war größer. Ich glaube, wir kommen da nochmal hin, ne? Okay. Hier passiert erstmal nichts. Das ist... Oh nein. Nein. Oh, oh. So. Das waren die Dodongos, oder? Heißen die nicht so? Die gab's auch schon. Ich glaube, die gibt's schon ganz, ganz lange als Gegner in Zelda. Ich glaube, der war auch in Ocarina of Time, oder? Ah! Okay. Das, da habe ich nicht drauf gepackt. Drauf ab. Wupp. Wupp. Was ist hier? Hm. Meine Link-Senses, die reagieren, dass hier irgendwas dran ist. Wupp. Oh nein, ich wollte... Ich wollte den Schweif nicht. Schweif! Den Fail hat keiner gesehen, oder? Nein, ihr habt bestimmt gerade alle was anderes gemacht. Bei Nintendo hat alles Namen, auch jedes Monster. Ich weiß gar nicht, wie man jedes Monster benennen kann, ne? Leute, der Flur ist Lava. Wollte ich euch an der Stelle nur mitteilen. Falls ihr es nicht mitbekommen habt. Der Floor ist Lava. Aber wir haben ihn getötet. Eigentlich schade, das ist so ein kleiner Dino, ne? Also nicht so geil, dass wir die töten müssen. Aber kriegen wir hin, ne? Ah, der lief doch lässig. Ah ja, hier müssen wir was machen. Ah, wir schieben die Wand hier weg. Okay. Dennis bringt Louis mal das Spielen bei. Ja, weil Louis springt ständig in Lava. Aber ständig, ne? Einmal in Lava. Das wird mich jetzt mein Leben... Das wird mich jetzt diesen ganzen Dungeon verfolgen. Louis, da ist Lava. Opa. Da ist auch Lava. Oh, ich hasse Lava. Nein! Oh Gott, das ist... Das war was Zeitliches! Oh nö! Oh, nö! Oh, wie ärgerlich ist das denn? Oh, ich hab's nicht gesehen! Ah, jetzt aber. Komm, komm, komm. Okay, nochmal, nochmal. War ich hier gerade was falsch? Jetzt aber, oder? Okay. Okay, wartet, wartet. Wir bewegen hier kurz die Kamera. Jetzt aber. Ah! Ich würde sagen, ich bin gut gesprungen. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich bin hier gut gesprungen. Wie ich das gemacht habe, ne? Ey, aber wir haben es geschafft. Ja, der Schrei gerade vorher, es war ein Herzschrei, wisst ihr? Der kam von Herzen. Mehr oder weniger. Ich hoffe, es ist mein Mikro besser hier. Ich glaube, mein Mikro ist auch zu weit weg. Passt das so? Passt so, ne? Ja, ja. Ihr schimpft schon, wenn was nicht ist. Oder ihr mögt für immer schweigen.
das fand ich war eine coole Mechanik, dass man auf einmal ins Wasser konnte. Das fand ich super. Ah ja, die Mechanik ist aus dem da. Oh, das ist auch so gut. Diese Magnetdinger in der Mine. Oh, das war auch göttlich. Das war super. Da oben ist bestimmt noch was, ne? Da kommen wir bestimmt noch hin. Oh, das war super. Ich habe das so gefeiert. Okay, es ist der coole Dungeon. Ich korrigiere. Dann war der Kack-Dungeon damals in Skyward Sword. Geht's dir noch gut? Der ist geschrumpft. Koronen, wenn älter werden, schrumpfen auch, oder? Das ist so cool mit diesem Magnetschirm. Definitiv. Und aus seinem... Er hat einen Vulkan auf seinem Rücken. Ich hatte irgendwie gespürt, dass hier etwas ist. Aber ein Mensch? Das ist eine Überraschung. Nun, wenn Don Corone dir vertraut, dann werde ich wohl deine Kräfte auch nicht anzweifeln. Ich bin einer der vier Ältesten der Corone. Man nennt mich Don Ziegel. Er ist ein Ziegelstein. Du bist ein tapferer junger Mensch. Du wirst deine Kraft einsetzen, um unser Volk zu helfen, nicht wahr? Okay, wir haben ein Schlüsselfragment erhalten. Sammle alle... Okay, wir müssen die anderen finden, ne? Dies ist einfach ein Schlüssel zu dem Raum, in dem unser Oberhaupt Krogo eingesperrt ist. Der Schlüssel ist in drei Fragmenten zerbrochen. Wir Ältesten bewahren jeder eines davon auf. Wir schimpfen mit seinem Stab. Also mach dich auf den Weg, um rasch zu den anderen Ältesten zu kommen. Erstmal looten wir hier. Oh, die Karte. Das Schöne ist, hier hat hinten so ein Loopsy. Ist das dafür da, dass man seine Hand da durchhält und dann hält man es so wie so ein Navi? Oh, noch mehr Loot. Ich weiß nicht, der wohnt hier seit Jahren allein und das Erste, was wir machen, ist, wir klauen all seine Sachen. Money. Erstmal Hausdurchsuchung. Ja, Drogenrazzia. Oh, die Rubine sehen nicht safe aus. Die kommen mit. Was auch immer das sein soll. Mhm. Ah, da ist ein Bettchen. Geil, ist ein Bettchen in so einem Karren. Hier hängt seine dreckige Wäsche. Sein dreckiger Lendenschutz. Hat er einen Lendenschutz an oder ist er nackig? Ja, er hat auch einen Lendenschutz, einen ganz kleinen. Okay. Mach's gut, alter Mann. Schewas. Louis die Diebin. Psst, hat keiner gesehen. Und hallo, Shion. Louis wäre ein guter alter Corone. Dankeschön. Ich werde mal eine gute Cat Lady. Ich werde so eine Cat Lady, die am Fenster steht. Huch. Oh nein, da ist dieses komische, eklige Viech wieder. Ich mag sie nicht. Puh, endlich draußen. Ach, der nette junge Mann von neulich, schön dich zu sehen. Weiß mir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns schon eingetroffen haben. Gib einfach Bescheid, wenn du raus willst. Wir haben die Tante wiedergefunden. Die creepy Tante. Aber wir können ja nur hochheben. Ja, da habe ich keine Lust drauf. Ich bin 21 und diese Cat Lady. Man kann nie früh genug die Cat Lady sein, Shion. Keine Sorge. Und hallo Mido, schönen guten Abend. Töten. Die Tante, ja, die würde ich auch gerne. Ah, jetzt sind wir hier oben. Ich würde nur, wo sind denn meine Items? Ich glaube, wir brauchen die Schleuder. Das sind nicht meine Items. Das ist meine Ausrüstung. Wo sind meine Items? Ah, da. Ah, Moment. Ich spiele es ja. Aber wir können auch mit ZL noch. Kann man auf ZL was legen? Irgendwie nicht. Gut, dann machen wir mal, oh nein, jetzt müssen wir wieder, oh nein, wartet, wartet. Oh, ich habe ja wieder diese Bewegungssteuerung. Ich glaube, es funktioniert bei der Schnecke nicht. Kann das sein? Okay, doch wieder der Bumerang. Fällt sie dann runter? Eben nicht, ne? Oh nein. Die Schnecke wird uns töten, Leute. Hört meine Worte, die Schnecke wird uns noch töten. Oh, oh. Oh, okay. Sie war weniger gruselig, als ich es gerade erwartet habe. No! Shit, ich dachte, er fällt runter. Oh, okay. We did it. Dankeschön für Spaß im Lurk. Finger weg von der Lava. Ich werde es versuchen. Aber jetzt, wo du weg bist und mich nicht dran erinnerst, Dennis, wird schwierig. Wow. Okay. Das war unerwartet. Marcel liebt den Winter. Oh, das kann ich auch verstehen. Ich trage gern kurze Hose im Winter. Das kann ich nicht verstehen. Aber so... Da müssen wir nicht lang. Wir müssen lang, ne? Also hier sind wir hochgekommen. Ich weiß gar nicht. Müssen wir einfach hier runter? Nee. Hier sind wir lang gekommen.
Wo müssen wir denn hin? Darüber. Ja, wir müssen ja einfach nur den Weg finden. Ja, da geht's lang. Du hast Hosen an, ja? Im Winter? Meint ihr, da ist auch irgendwo eine Truhe? Das sieht nicht so aus, ne? Nicht, dass wir hier was versemmeln. Da sind noch ganz viele Schnecken. Ich weiß nicht, was mit diesen Schnecken ist. Aber die brauchen irgendwie keinen Magneten, um hier rumzupümpeln. Ich glaube, wir sind auf der falschen Seite tatsächlich. Hier ist nämlich eine Truhe. Also ist jetzt nicht schlecht. Aber eigentlich wollten wir... Oh, ein Herzteil. Oha! Okay, crazy gutes Item hier. Einfach so. Ich sehe alles falsch rum. Ja, wir laufen ja auch gerade. Oh Gott. Und die Steuerung invertiert sich so ein bisschen. Je nachdem, wo man gerade jetzt steht. Das einzig Schlimme an diesem Dungeon, finde ich, ist der Sound. Weil ich finde, diese Schuhe machen echt ekliges Geräusch. Wir müssen jetzt nur den Weg finden zu diesem anderen, zu dieser anderen Ebene. Oder müssen wir halt hier langlaufen noch. Da wird es jetzt schon irgendwo rumdumm gehen. Aber seht ihr das? Da drüben ist so ein Weg. Seht ihr das? Das sind so Fackeln. Da müssen wir bestimmt hin. Aber wir hatten das Herzteil, ist nicht verkehrt. 4 Katzen ist heftig. Kann man nie genug. Ich glaube, die Happiness wird an Katzen gemessen, oder? Eigentlich braucht man so einen Berg an Katzen. Neko kommt vielleicht jetzt dann. Sie sitzt zumindest hier im Raum. Aber man weiß ja immer nicht, ob sie sich dann dazu gesellt im Stream. Flipflop. Oh Gott. Ein Flipflop-Sound wäre geil. Für den Sound. Für die Schuhe hier. Das müsste so. Ich kann gerade kein Flip-Flop sagen, aber könnt ihr euch vorstellen, Flip-Flop, Flip-Flop, das wäre viel besserer Song gewesen. 3 Kunis. Oh Gott, die Haare überall. Und die Haare. 100% Katzenhaar. Minus, wie geht's dir? Ich sehe es hier gerade. Etwas Stress, oh. Wegen was hast du Stress, Minus? Irma Katzenhahn am meisten. Oha. Ich glaube, wir haben es aber. Wir können diesen furchtbaren Sound jetzt stoppen. So, wir sind wieder in dem anderen Raum, ne? Wir hangeln uns jetzt hier so Ebene für Ebene hoch, ne? Oha. Oha. Gegner. Töten. Töten. Und auf diesen Schalter springen. Töten und Schalter, Leute. Darum geht's heute. Okay, da ist nichts drin. Da sind noch so Vögel. Ah ne, ist ein Flieder. Ich weiß es nicht. Da sind Gegner. Lass es dabei. Ach so, das wären. Ich muss sagen, ich habe das gut gemacht. Ich weiß, ich habe nicht immer meine Worldplay-Moments, aber das wäre jetzt nicht schlecht gespielt. Oder? Das war doch ganz gut. Okay, ich wünsche dir gute Nacht, schlaf gut. Ich trage Hosen auf Arbeit. Wir müssen Hosen tragen. Mario, wir müssen. Ich trage Schürze. Oh, Schürze schick. Voll die schönen Schürzen, ne? Da müssen wir hin. Nein, wie mistet. Der pickt uns jetzt dann bestimmt hoch. Und dann? Jetzt darüber. Aber da sind wir hergekommen. Halt, stopp, da sind wir hergekommen. Ah, okay. Da geht's auch lang. Besser. Danke. War kurz irritiert. Ciao. Am meisten ärgert mich jetzt diese Fledermaus. Okay, der ist auch gestorben, aber wir haben schon wieder ein Herz. Okay, jetzt aber. Huh. Ob ich aktuell eine Hose trage, werde ich euch nicht fragen. Aber es ist auch Winter. Die Wahrscheinlichkeit ist höher als im Sommer. Nein! Ich dachte gerade, ich fliege hier wieder runter. Ich dachte gerade, ich fliege hier runter. Okay, wird. Was halt auch geil ist an dem Zelda, Link fängt halt an, Sachen zu beobachten. Also er guckt so hin und guckt Sachen nach. Hier diesen Magneten. Er guckt da halt einfach hin. Beobachtet den. Das ist super cool einfach. Für damals, für so Gamecube-Zeiten, fand ich, war das schon highly sophisticated. Hammer. Okay, da kommt noch einer. Da habe ich zu spät gezündet.
Gestorben ist es trotzdem. Und da ist eine Truhe. Wupp, wupp. Okay, warte. Warte. Ich bin auf der Fall. Wo geht sie denn auf? Die hat. Hat sie einen Bobble so opening this way oder sowas? Das wäre doch geil. So, okay, wir haben den Schlüssel, wie die did. Und hallo. Okay, wir flip, flop, flubidubidub. Das wäre auch cool, wenn es den Sound machen würde. So, da oben ist so ein Stein. Können wir den aktivieren? Wenn wir die Schleuder aktivieren? Nö. Okay, dann nicht. We tried. Oh nein. Und was ist hier? Da geht sich auf. Doch, die Schleuder. Nee, da hinten ist noch was. Ah, da ist noch was. Okay. Auch geil. Link muss das Kamehameha lernen. Oh, Link wäre super mit Kamehameha. Oder ein Hidoken. Wäre auch geil. Auf jeden Fall, wenn er das könnte, wäre der Kristall auf jeden Fall... ich bin hier gerade super episch gesprungen. Wenn er das könnte, wäre der Kristall auf jeden Fall angegangen. Beziehungsweise wir hätten die Tür sofort wegbombardiert. Viel, viel besser. Wir hätten uns gar nicht erst mit dieser dummen Tür abgegeben. Da ist nochmal was. Was passiert jetzt? Ah ja, wahrscheinlich müssen wir wirklich... Wo geht das hin? Können wir die Ketten hier runterhauen? Oder so? Das sieht so wichtig aus hier. Ah, oder muss ich runterspringen? Mit Schuhen. Und dann tut es mich hier so ran fusionieren. So. Hui! Link, lass los. Das ist okay. Link, das war Helden. Das war Helden. Helden. Superheldenlandung. Text nicht. Tennissocken und Sandalen nicht vergessen. Oh, das wäre auch geil. Ich bin mir sicher, Link hat Tennissocken an. Wir sehen ja seine Socken nie. Sieht man Links Socken? Sieht man je Links Socken? Ich glaube nicht, ne? Das ist ein guter Punkt. Hatten wir jemals im Leben Links Socken gesehen? Sass. Vielleicht hatte die auch alle verkauft, ne? Ganondorf hat bestimmt einen hohen Preis für Links Socken bezahlt. Gab's in dieses... Oh Gott, das sind die Dinger. Oh, die sind super gruselig. Was passiert, wenn ich das mache? Dann geht die Tür wieder auf. Okay, okay, okay. Die sind super gruselig. Nachher sind die Beine rasiert. Ob Link rasierte Beine hat? Ich würde es ihm zutrauen. Machen das nicht Sportler auch? Ich würde es Link zutrauen, tatsächlich. Wobei, seine Beine sieht man ja zumindest in Breath of the Wild, ne? Da sind sie ja schon sehr glatt. Link hat nur eine einzelne Socke und dann... Huch! Ich bin kurz erschrocken. Damals hat man auch Bart getragen. Ja, aber vielleicht kann halt Link kein Bart tragen. Nee, aber da, die konnten sich doch damals schon rasieren, oder? Rasiert hat man sich doch schon sehr früh auch. Also, wie gut ist die andere Sache, aber... Es gab Rasierer doch früher. Also zur Zeit von Link, glaube ich schon. Wie sehen die Kinder von Link und Zelda aus? Die sieht man nie. Oh Gott, uns fehlt ein Schlüssel. Scheiße. Nein, bitte ist ja hier unten. Nein. Nein, uns fehlt ein Schlüssel. Ah, ist er da oben? Da waren wir nicht. Ist er einfach nur auf der anderen Seite? Wir waren da auch nicht oben. Ich hoffe, er ist auf der anderen Seite. Jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube nicht, dass man je erfährt, ob die... Ich weiß nicht mal, ob die Kinder bekommen. Also, man weiß ja nie, ob die heiraten. Er ist ja einfach nur der Held, der sie beschützt, oder? Er ist einfach nur der tapfere Ritter. Ich weiß nicht, ob die je heiraten oder so und Kinder kriegen. Das ist eigentlich... Du will nicht fluchen. Oh nein, wir haben ein Herzteil. Oh nein. Ich war noch nie so unglücklich, ein Herzteil zu sehen. Okay, nochmal. Neuer Versuch. Sogar ich tue hier Augenrollen, weil ich dumm bin und meinen Schlüssel im Inventar nicht gesehen habe.